Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns den komplexen Logarithmus anschauen, beziehungsweise alle komplexen Logarithmen einer Zahl und schließlich auch die Hauptteile zu verschiedenen Beispielen uns anschauen. Das heißt, kurz nochmal die Erinnerung, der Logarithmus im Reellen ist einfach die Umkehrfunktion von unserer Exponentialfunktion exp. So, im Komplexen setzen wir das Ganze fort, das heißt, wir sagen, eine Zahl z aus den komplexen Zahlen für diese Zahl ist w ein komplexer Logarithmus. Genau dann, wenn w eben in den Urbildern von exp von z liegt. Anders ausgedrückt, exp von w ist gleich z. Wir wissen ja, im Komplexen können wir ja problemlos, wenn wir e hoch i phi haben, beispielsweise alle Punkte auf dem Einheitskreis abbilden und gehen dann immer periodisch rum, deshalb kann auch so ein Z dann mehrere Urbilder haben. Ebenso damit begründet, dass wir ja pro Umdrehung um 2 Pi rumgehen, also hoch 2 Pi i haben, wissen wir, wenn wir einen komplexen Logarithmus haben, dann können wir auch um einen ganzen Kreis weiterdrehen und haben ebenfalls, landen wir auf dem gleichen Punkt und haben dementsprechend auch wieder einen komplexen Logarithmus. So, und weil es jetzt entsprechend verschiedene Urbilder gibt, ist die Definition des Hauptwertes entstanden. Und zwar, dass wir einen komplexen Logarithmus w zu z nehmen. Der heißt dann Hauptwert, wenn wir das schreiben können als w gleich x plus iy und unser y sich zwischen minus pi und pi befindet und x entsprechende reelle Zahl ist. Das heißt, dass wir wirklich nicht mehrere Umdrehungen im Einheitskreis machen, sondern nur eine. Deshalb ist das so die Definition. Manchmal wird hier auch 0 und 2 pi benutzt. Das ist aber Definitionssache. Wichtig ist hier bei der Idee nur, dass man halt nicht zulassen möchte, dass man sich zweimal um den ganzen Kreis dreht, bevor man den Logarithmus berechnet. Genau, wir schauen uns das jetzt einmal an drei Beispielen an. Zunächst für z gleich 1. Und da ist es so, dass wir halt wissen, dass e hoch 0 gleich 1 ist. Dementsprechend können wir das auch ausdrücken als oder wollen wir berechnen, dass e hoch i 2 pi k gleich 1 ist. Und das gilt eben entsprechend, je nachdem wie oft wir uns rumdrehen, für alle k aus z. Das heißt, hier haben wir schon alle komplexen Logarithmen dazu. Also wir haben komplexe Logarithmen zu 1, einfach in der Menge 2πik, weil wir eben mit 0 einen Wert haben und den entsprechend plus 2πik weitergehen können und dann steht hier eigentlich 0 plus, das können wir vernachlässigen, landen dann also immer hier drin und haben dann entsprechend einfach die Menge 2πik für k aus z. Jetzt ist die Frage, was davon ist der Hauptwert? Gut, wir müssen entsprechend einfach das finden, was hier in dem Intervall minus pi bis pi liegt. Und dann ist der Hauptwert hiervon einfach 0. Also der Hauptwert ist 0, da eben 0 im Intervall von minus pi bis Pi liegt. So. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Wir wissen, dass minus 1 das gleiche ist wie i Quadrat. Und i können wir eben darstellen als, das kann man sich auch mit dem Einheitskreis gut visualisieren, i ist ja immer hier. Das heißt, wenn wir hier starten, brauchen wir so eine Vierteldrehung. Also hier wären wir ja bei einer Umdrehung um Pi. Also wissen wir,
wir sind hier bei einer Umdrehung um Pi halbe. Also ist das Ganze e hoch i mal Pi halbe. Also wenn wir nur i betrachten und da wir i Quadrat haben, müssen wir das nochmal quadrieren. Dann haben wir hier jeweils eine 2, die sich gegenseitig auslöschen und wir kommen auf e hoch i Pi. Jetzt können wir entsprechend wieder, wenn wir alle komplexen Logarithmen berechnen wollen, das dran addieren. Haben dann also für alle komplexen Logarithmen e hoch i Pi mal 1 plus eben 2k. Für k aus den ganzen Zahlen. Das heißt, insgesamt ergibt sich dann die Menge für alle komplexen Logarithmen als i Pi mal 1 plus 2k. Und weil wir entsprechend minus Pi bis Pi betrachten, wo jeweils Pi und minus Pi nicht drin sind, gibt es dafür eben keinen Hauptwert. So, wie sieht das aus für z gleich 1 plus i hoch 3? Da hilft erstmal eine Zeichnung. Das ist dann entsprechend 1 plus i. Und wir wollen das ja immer erstmal so darstellen, dass wir das in die Form bringen, dass z gleich r mal e hoch i phi ist. Dann könnten wir in diesem Fall berechnen, dass z hoch n das gleiche ist wie r hoch n mal e hoch i n mal phi. Das ist also kein Problem. Das heißt, wir müssen erstmal diese Darstellungsform in diese umrechnen. So, das heißt, r ist ja dann einfach der Betrag von z, weil dieser e-Teil einfach nur sagt, wie weit drehen wir uns im Einheitskreis rum. Und die Länge ist einfach der Teil r. Das heißt, in diesem Fall ist r einfach z-Betrag, was also 1 plus i hoch 3 ist. Und wenn wir das berechnen, haben wir 1 plus 1, davon die Wurzel hoch 3, also Quadratwurzel von 2 hoch 3. Ebenso kann man es auch sich am Einheitskreis wieder hier vorstellen, wenn das eine Drehung um Pi ist, ist das eine Drehung um Pi halbe. Dementsprechend sind wir hier bei Pi vierte. Und da wir das noch hoch 3 rechnen wollen, haben wir dann eine Drehung um 3 mal Pi vierte. Also Phi gleich 3 mal Pi vierte. Ansonsten kann man das notfalls auch mit dem Sinus oder Cosinus berechnen, wenn man sich da nicht sicher ist. Und dann erhalten wir insgesamt, dass 1 plus i hoch 3 das gleiche ist wie Wurzel 2 mal e hoch i Pi Viertel hoch 3, beziehungsweise Quadratwurzel aus 2 hoch 3 mal e hoch i 3 Pi Viertel. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sehen die komplexen Logarithmen davon aus? Das heißt, der Vorfaktor spielt da ja keine Rolle mehr und dann, beziehungsweise spielt er schon, wir müssen den allerdings noch hier mit reinbekommen. Das heißt, wir haben e hoch ln von 2 hoch 3 halbe, wenn wir die Wurzel umschreiben, plus eben den hinteren Teil, plus i mal 3 Viertel Pi. Und das können wir dann
entsprechend so umformen, dass wir hier den Vorfaktor mit nach vorne ziehen. Also e hoch 3 halbe ln von 2 plus i mal 3 pi Viertel. Und dann sind entsprechend das mit unserem plus 2 k pi i unsere Menge der komplexen Logarithmen. Das heißt, die sieht dann wie folgt aus. Wir haben 3 halbe Logarithmus von 2 plus i mal 3 pi Viertel und entsprechend plus 2 k pi i für k Element z. Das ist die Menge der komplexen Logarithmen. Und jetzt muss man halt wieder schauen, was habe ich hier? Wie muss ich k wählen, dass ich mich im Intervall von minus pi bis pi befinde? Und wenn man das einmal nachrechnet, sieht man, dass man da nur diesen Teil für braucht, k also wieder auf 0 setzen kann. Das heißt, wir haben den Hauptwert mit 3 halbe ln von 2 plus 3 pi Viertel i. Das heißt, in dem letzten Beispiel sieht man nochmal schön, was man eigentlich tun muss. Man muss erstmal man kann erstmal die Zahl in diese Form r mal e hoch i phi umschreiben. Dann packt man alles in den Exponenten von e. Wenn man das dann getan hat, braucht man nur noch für alle Logarithmen dieses plus 2k pi i dranhängen. Da hat man auch schon die Menge aller Logarithmen. Wenn man den Hauptwert noch bestimmen will, muss man halt gucken, was muss ich für k einsetzen, damit ich eine Zahl zwischen minus pi und pi erhalte und bin entsprechend fertig.